Hallöchen. So, heute machen wir mal ein schnelles kleines Ostergui. Ich habe nämlich hier bei dem Discounter mit dem A so eine schön kleine Häschen hier gefunden und dachte, ah, ist ja perfekt für die Kollegen. Kann ich ja mal, oh, heute ist hier so Sonne, kann ich ja mal so kleine Goodies basteln. Ja, und dann war ich fleißig und habe hier schon, wie ihr seht, kleine süße Goodies hergestellt. Oh, hier ist besonders viel Sonne. Wartet mal. Ja, so eine kleine Explosionstasche. Also die Idee ist nicht von mir, sondern von Alexandra Grape. Und da drin ist mein Häschen und so ein Wunsch zu Ostern, also frohe Ostern. Ja, das werden wir heute machen. Mit der Stanze hier von Action. Die ist von Action, die kleinen Häschen. Ich hatte noch eine zweite Idee, die eigentlich noch viel schneller geht, aber die wollte ich jetzt hier euch nicht zeigen, weil dafür bräuchtet ihr die Stanze gewählter Anhänger. Wer aber Lust hat, diese Idee ist von Petra Rosenbaum, auch auf YouTube. Und die hat so eine richtige Serie mit dieser Stanze gewählter Anhänger von Stampin' Up, wo ich gesagt habe, das ist eine Stanze, die ich auch schon immer mal haben wollte, also die hier. Und ja, also das ist natürlich noch cooler, weil das, also die ruckzuck. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dass ich das auch nochmal zeige, schreibt mir gerne in die Kommentare. Wir aber basteln heute die hier. Ja, dann stelle ich die mal schön zur Seite. Wir brauchen also auf jeden Fall, ich werde hier Zentimeter und Inch annehmen, weil beides möglich ist, weil das ziemlich gerade Maße sind und weil ich das natürlich von der Alexandra Grape übernommen habe. Dann brauchen wir eine Stanze für den Verschluss. Ihr könnt aber, also ich habe hier die hier, die ist von Amazon. Ihr könnt aber genauso gut auch eine Kreisstanze nehmen. Ich habe zum Beispiel hier, habe ich sowas noch oder so, ja. Also was ihr so da habt, wenn ihr keine Kreisstanzen oder überhaupt Stanzen dafür habt, könnt ihr euch einfach ein Rechteck ausschneiden in dieser Größe und damit verschließen oder mit einer Klammer kann man es natürlich auch verschließen, aber schöner sieht es natürlich mit so einem Abschluss aus. Dann, wie gesagt, diese Stanze hier von Action. Für den Spruch habe ich verwendet von EFGO diesen Stempel. Also das Licht ist natürlich heute, weiß ich gar nicht, so sieht man ja nicht, wahr? Jetzt bitte ich zu entschuldigen, aber eigentlich können wir ja alle froh sein, dass endlich mal Sonne ist. Also wie gesagt, diesen Stempel zum Vernaschen. Dann habe ich hier wieder so einen Stempel von GM Creation. Ihr wisst ja, meine einzelnen Osterstempel sind von ihr. Und da habe ich den genommen. Die habe ich jetzt auch, wie gesagt, ich musste ja, das sind so 12 Stück, die ich hier gemacht habe. Die habe ich dann wirklich mit Stempelhilfe gestempelt. Dann ging das auch einigermaßen. Allerdings bei der Stempelhilfe ist es wichtig, wer das EZ Mountain drauf hat, speziell das dicke, dass man unten das Moos, also ich habe ja da so Gummi drin in der Stempelhilfe, so eine Gummimatte, also so weit wie das hier drinne, dass man die rausnimmt. Also da muss ein fester Untergrund sein, damit das nicht so eindrückt. Aber wie gesagt, trotzdem an der Ecke hier, da ist trotzdem immer ein bisschen Farbe dran, das muss man halt abwischen. Jo, so. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ach so, was ich noch nehme, ist hier, deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, zu Ostern zu basteln, weil ich finde, das ist ja hier das Gratis-Paket von der Celebration, die jetzt vorbei ist. Und das sieht ja auch so ein bisschen aus wie Eierchen. Und außerdem fand ich die Farben halt echt frühlingshaft. Davon brauchen wir auf jeden Fall einmal das mit dem Kreis. Und ich habe eben als Verschluss, Entschuldigung, als Verschluss habe ich halt die mit ohne Kringel genommen, dass es dann farblich passt. Also das habe ich, wie gesagt, ausgestanzt. Super toll. Jetzt habe ich auch die kleine Big Shot, die ich hier habe, die Sidekick verwendet, weil die beiden Motive, die ich hier ausstanze, ja schön klein sind. Das war halt echt schön. Da habe ich hier schön mir einen zurechtgestanzt. Also einmal ein Papier, was entweder, wie gesagt, das hier ist ja 6x6 oder 15x15 groß ist. Dann habe ich jetzt verwendet, habe ich jetzt irgendwie in letzter Zeit wieder für mich entdeckt, weil A, ihr ja viel gerne in Zentimeter sehen wollt und B, jetzt in dem Fall wir auch diagonal falzen, also so lang. Ich weiß ja nicht, ob man das sieht. Ja, also wie gesagt, ist ganz einfach, die ganze Geschichte. Ich falze jetzt hier auch mit meinem Falzstift
Stift, weil ich Angst habe, das Papier ist ja nicht so dick wie jetzt richtiger Cardstock. Das würde ich euch auch empfehlen. Also das hat vielleicht so 160 Gramm oder so. Oder also wie gesagt, das typische Stampin' Up Papier. Es geht auch mit dem dünnen Papier von den Actionblöcken von den 6x6. Aber da ist natürlich, haben nicht so eine schöne Stabilität. Es würde gehen, aber es ist nicht so perfekt. Also es muss irgendwas zwischen 200 und 100 Gramm sein. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir erstmal los mit der Grundsache. Und zwar falzen wir das Blatt rundherum bei 2 Inch oder bei 5 cm. Also einfach einmal rundherum. Ich mache es hier bei Inch. Ihr könnt 5 cm nehmen. Dann muss das Blatt aber, wie gesagt, 15 cm haben, sonst sieht es ja nicht auf. So, dann Nummer 3. Also wie gesagt, ist eine schnelle Geschichte bis auf das Stanzen mit der Deko, aber das kann man ja variieren. Dann, achso, lege ich es nicht weg, sondern, ja, die Falzen sieht man jetzt nicht so richtig. Also die Falzen sind jetzt so, also so ein Gitter, ja. Ich falze die mal nach und dann sieht man die vielleicht besser. So, dann lege ich mir die ganze in mein Falzbrett ein und lege mir genau die Spitze und die Spitze in die Falzrille. So, und dann habe ich ja hier mein Kreuz, also nur von einer so einer Ecke, weil ich das auch schlecht sehe, und falze halt nur also vom Punkt, wo die Falzkreuz, also wo das Falzkreuz ist, bis zur Ecke. Also hier so. Dann entsteht so eine Falz, ne? Und das mache ich jetzt an allen vier Seiten. So. Immer schön darauf achten, dass es dann auch die Spitze richtig in der Mitte liegt, damit ihr eine schöne Falz habt. Das könnt ihr natürlich auch auf der auf einer Matte falzen, aber wie gesagt, ich fand das jetzt hier in dem Fall einfacher. So, dann falzen wir einfach, wie gesagt, alles nach. Und wie gesagt, jetzt falzen wir uns hier unsere Falz so aufeinander und haben dann diese Eckfalzen. So. Schön so ein bisschen, damit, falls ihr falsch gefalzt habt oder schief, könnt ihr ja hier die Ecken schön aufeinander legen, dann passt das ganz gut. So. Jo. Und dann ist schon, habe ich mich verfalzt, war irgendwie, wartet mal. Irgendwas ist jetzt falsch. Aber eigentlich kann nichts falsch sein. Bin auch doof irgendwie. Irgendwas jetzt. Achso, so lang. Nee. Doch. Aber irgendwas ist jetzt falsch. Aber es funktioniert ja so. Jetzt müsst ihr die so zusammendrücken. Und schon habt ihr euer. Aber irgendwas ist falsch, Leute. Ich muss nochmal gucken. Die Dinger gefalzt habe ich gestern, die ganzen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir müssen noch was abschneiden. Haha. Der war wieder typisch Störte. Also, damit die Ecken hier nicht zu viel sind, schneiden wir einfach. Also hier ist unsere Falz und hier sind ja die beiden anderen Falzen und im Prinzip schneiden wir uns das jetzt diagonal ab. So, und das machen wir an allen vier Ecken. Hatte ich vergessen. Aber sonst ist das, wie gesagt, so einfach, dass selbst ich mir das von eben Tag auf den anderen merke mit Maße, ohne jetzt vorher nochmal geguckt zu haben. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass es echt einfach ist. Und auch vielen Dank an die Alexandra, die hat, dass die so eine Ideen immer hat. Ja, finde ich echt krass. So, jetzt passt es auch.
Also wie gesagt, jetzt müsst ihr einfach nur die Sachen so zusammenschieben und hier so ein bisschen übereinander ziehen und so ein bisschen drücken, damit hier und hier so eine Dings entsteht und auch hier nicht so eine Spannung drauf ist, weil, also die Alexandra hat das verschlossen mit einem Magneten. Ich habe das mit Tombow gemacht, weil ich denke, ach, die Kollegen, die nehmen das und dann schmeißen es weg. Ihr müsst natürlich aber eine ganze Menge Tombow machen, damit es dann auch eine Weile hält. Bei mir ist es schon passiert, dass die so ein bisschen aufgesprungen sind. Aber wenn man die hier so richtig schön zusammendrückt, dann ist der Druck nicht so groß und passiert nicht so leicht mit dem Aufspringen. Also wie gesagt, jetzt haben wir hier unser ausgestanztes Teil. Das falze ich mir einfach in der Mitte. Also je nachdem, was ihr jetzt habt. Und dann klebe ich mir das einfach hinten ran. Also so, dass ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, jetzt ist die Sonne ein bisschen weg. Hier ist meine Falz und ich klebe so ein bisschen unterhalb der Falz mittig auf, eben auch damit nicht so viel Spannung dann entsteht. So, dann habe ich mir hier mit meinem Stempel den Stempel hier, den Schriftzug gestempelt und ich hatte ja vorher, wollte ich das eigentlich, wie gesagt, hier so dekorieren. Irgendwie, aber ich fand das irgendwie doof. Aber wie gesagt, mit der Deko seid ihr ja frei. Ich habe mich jetzt entschieden, das innen drin zu machen, weil ich auch den Spruch mit dem Vernaschen schön finde und nicht gleich so plakativ ist. Also lege ich mir das hier rein und müsste mir jetzt hier halt noch mein Tombow anbringen. Wie gesagt, der braucht ja ein paar Stunden dann, um anzuziehen. Also um Sticky zu trocknen. Und wie gesagt, ich mache hier richtig schön so ein Bobbel hin und dann lasse ich das trocknen. Ansonsten habe ich mir hier, also wie gesagt, für Anfängerempfehlung, diese Stanze habe ich mir auch nicht zum Anfang gekauft. Die ist, also bei uns gibt es hier bei Idee Kreativ, aber die gibt es auch überall. Die ist so eine kleine Blüte und ich finde, so eine kleine Blüte, das muss man einfach haben, wenn man bastelt, weil das ist Standard und das sieht immer gut aus. Und da stanze ich mir jetzt einfach aus den Resten hier, somit habe ich die auch gleich noch ein bisschen verwendet, 3 Blüten aus. Dann habe ich mein Häschen ja irgendwo, hoffentlich. Ja, hier ist mein Häschen. Dann nehme ich mir meine Prickelmatte hier und mein Tool und mache mir noch, also wie gesagt, da hat man dann ruckzuck Blüten in der Farbe passend zum, das hat man ja nicht immer da, zum Designpapier. Also 3 Blüten, dann unseren kleinen Osterhasen, der auch noch das Auge verlieren muss hier. Das ist nicht so ganz durchgestanzt. Also wie gesagt, die Osterhäschen sind von Action. Die setze ich mir mit, unten bringe ich hier Foam Pads auf, so 2 mm und setze die mir, man muss jetzt natürlich mit dem Tombow fahren, hier unten rauf einfach und die Blüten bringe ich oben an. Dann habe ich ja auch schön Glitzersteine verbraten dabei bei dem Projekt. Huch, seht ihr jetzt, seht ihr den Grund, warum ich nicht gerne mit Tombow arbeite? Den heikle mich jetzt aus Versehen natürlich an den Fingern. Aber gut, in dem Fall ist es, ich habe es mir jetzt extra bestellt wieder, wegen dem, weil man für so eine kleinen Goodies einen schnellen Verschluss hat, weil da jetzt ein Magnet zu verplempern für meine Kollegen, die das dann nehmen und wegschmeißen, fände ich jetzt zu schade. So, dann noch schnell mein Glitzersteinchen drauf. Dann ist das fertig. Und wir haben, zeig mir René fast. Hilfe.
Am besten, man lässt es erstmal trocknen und macht dann weiter. Also habe ich das gestern auch gemacht mit denen, die ich schon fertig habe. Weil dann kann man auch hier vernünftig die Steine aufsetzen. Oder man macht natürlich erst die Blüten drauf, das wäre auch clever gewesen, Dörte. Und dann also erst die Deko und dann die Steine. Mann! Also erst die Deko machen und dann den Tombow zum Schluss rauf und trocknen lassen. Oder halt, wie gesagt, man könnte das ja auch mit einem Band verschließen, also schon oben den schönen Verschluss, aber dafür halt das Band. So. Und dann habe ich noch den Spruch zum Vernaschen. Den habe ich mir einfach auch schön mehrfach aufgestempelt und mit doppelseitigem Klebeband versehen. Der kommt dann noch passend so da drüber. Und dann ist unser Gulli fertig. Ne? Also meins muss jetzt noch trocknen. Stellvertretend zeige ich jetzt mal hier das. So. Und wie gesagt, dann hoffe ich mal, dass meine Idee euch gefallen hat. Und so, hier passt ja auch alle drin. Da könnt ihr auch ein Osterei oder was auch immer machen. Ich fand es jedenfalls schön. Ich habe wieder schön viel Material verbraucht. Also ich finde halt, also bei dem braucht er halt einen Streifen, der 10 x 15 groß ist. Also habt da bei dem 6 x 6 Blatt wieder einen Verschnitt. Und ich fand schön, dass das, wie gesagt, mir meine Blätter aufbraucht. Also man verbraucht schön viel Papier, hat noch diesen, also wenn derjenige das aufmacht, der macht das dann auf, plupp, und hat dieses schöne Pop-up-Effekt. Also ich fand die echt toll. Vielen Dank an die Alexandra. Und ja, ich hoffe, euch hat sie gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch schon kennt oder gemacht habt oder nachmacht. Gerne auch wieder ein paar Fotos an mich, damit ich sehe, was ihr so treibt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, morgen, was auch immer jetzt kommt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.